Vorwiegend dem Umweltschutz dient auch der vierte Grundbereich der Wulffener Planung, der Grünaufbauplan. Er wurde von den Professoren Heiß und Dahmen erarbeitet und sieht vor, so viel wie nur möglich vom ursprünglichen Landschaftsbild einschließlich seiner Tierwelt zu erhalten. Die von Büschen und Baumgruppen umkränzten Wiesen des südlichen Münsterlandes sind Lebensraum einer vielfältigen Tierwelt. Wo die Bauarbeiten das Gleichgewicht der Natur nachhaltig gestört haben, werden Gegenmaßnahmen ergriffen. Ein Beispiel dafür: Nistkästen im Mauerwerk der Gebäude. Sie sollen der Vogelwelt jene Brutplätze ersetzen, die durch die Urbanisierung verloren gingen. Die Vögel nehmen diesen Ersatz aus Beton offensichtlich an. Zudem wird der natürliche Baumbestand so umfangreich wie möglich erhalten, aus drei Gründen. Erstens ist jeder einzelne Baum Lebenszentrum einer umfangreichen Kleintierwelt. Zweitens spenden ausgewachsene Bäume 2000-mal so viel Sauerstoff wie junge. Und drittens erhöhen die vorhandenen Baumgruppen den Freizeit- und Erholungswert der neuen Stadt. So auch hier am Napoleonsweg, einer traditionellen Radler- und Spaziergängerroute im südlichen Münsterland. Die Planer Wulffens bezogen ihn unverändert in den Entwurf für die neue Stadt ein, als grüne Erholungsachse innerhalb der Wohngebiete. Bereiche ländlicher Stille, wie der Napoleonsweg, verhalfen Wulffen bei seinen Bewohnern zum Image einer Kurstadt, und das am Nordrand des Ruhrgebietes. Ein weiteres Naherholungszentrum, das Wasserschloss Lembeck an der Peripherie der neuen Stadt. In seinen Mauern beherbergt es ein kleines Museum, ein Hotel und ein Kellerrestaurant. An den Wochenenden wird dort zum Tanz aufgespielt. Und auf den Wassergräben, die einst vor Feinden schützten, fahren Hobbyangler zum Fischfang aus. Aber schon bald werden Wulffens Angelfreunde ein neues Revier für die Fischweid haben: den Mittlicher Mühlenbach, der ein neues Bett erhält. Seine Umbettung hat zwei Gründe. Erstens soll die Stadt dadurch hochwassersicher werden. Und zweitens hofft man, über das neue Bachbett die Frühjahrs- und Herbstnebel nach Süden ableiten zu können, damit das Stadtgebiet davon verschont bleibt. Eine Folge dieser Maßnahmen: der künstliche See im Stadtzentrum. Bis 1975 wird er zum Freizeitzentrum ausgebaut. An seinen Ufern entstehen Cafés, Restaurants, Bootshäfen, Badestrände. Auf den angrenzenden Grünflächen 20 Hektar Sport- und Spielanlagen sowie Stätten für Kultur. Soweit der Plan. Doch die Wirklichkeit sieht gegenwärtig noch recht trostlos aus. Die Stadt, in die die Wulffener abends heimkehren, eine permanente Baustelle. Vieles, was das Leben in ihr angenehm machen könnte, steht bislang nur auf dem Papier. Denn manches, was schon heute dringend notwendig wäre, kann aus vielerlei Gründen erst später gebaut werden. Zum Beispiel moderne Freizeitstätten für Jung und Alt. Aber im Gegensatz zu anderen Neubaugebieten werden in Wulffen Auswege aus diesem Dilemma gesucht und gefunden. Beispiel: diese Baubaracke am Stadtrand. Die Entwicklungsgesellschaft stellte sie den Jugendlichen zur Verfügung. Und die machten eine Hölle daraus, in der es zweimal wöchentlich heißen Beet und kalte Cola gibt. Freitag in der Geschichte.
Kaiser. Der Beatschuppen ist ein Resultat dessen, was die Entwicklungsgesellschaft offene Planung nennt. Dieses Prinzip besagt, dass alle Planungsziele fortwährend an den Erfordernissen der Realität überprüft werden. Es hilft, Zwischenlösungen zu schaffen. Zum Beispiel dort, wo, wie im Falle des Jugendclubs, der Bau der vorgesehenen Anlage noch Jahre auf sich warten lässt und auch andere Freizeitstätten, wie etwa Clubräume im Keller der evangelischen und katholischen Gemeindezentren, den Jugendlichen noch nicht zur Verfügung stehen.